So, jetzt nochmal. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal das Bad Ending. So, Aquaman nach Süden. Zack, und hier. Tschüssikowski, Idioten! Ich fliehe von hier! Na, ist das nicht ein Bad Ending? Geschafft, ich habe es endlich geschafft. Zerstörung! Es ist wirklich alles wieder normal. Maria hat also die Wahrheit gesagt. Aber natürlich habe ich das. Oh, bitch, please. Eigentlich sollte ich dir ja böse sein, weil du meinen Namen ständig vertauschst, aber du hast mir wirklich geholfen. Und ich hätte diese Tür nie aufbekommen. Vielen Dank, liebe Emily. Da la 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 la, ich schüttel meine Brüste hin und her. Und das war's, liebe Zuschauer von Let's Play Alice. Dem Bad Ending. Wir spielen natürlich gleich weiter. Er hat dann voll eins auf die Nase bekommen. Die blöde Schrulle. Aber die Rätsel, die sich um dieses Haus ranken, wurden damit noch nicht aufgelöst. Nein, nein, wahrscheinlich haben wir gerade die Hölle freigesetzt oder so etwas. Böse, böse Alice haben wir in die Welt hinterlassen und das wollen wir natürlich nicht. She was good all the time. So. Gerechtigkeit, Aquaman, Scorpinox. Und mal sehen, was sich hinter dieser Tür befindet. Mehr Rätsel, hey. Aber es passt irgendwie, diese Welt. Und die Rätsel sind nicht so anstrengend. Das ist nicht möglich. Okay, untersuche. Okay. Eine verrostete Ritterrüstung. Eine verrostete Ritterrüstung. Hallo, der verrückte Hutmacher. Versuche dem Monster zu entkommen. Vielleicht gibt es in einem der Zimmer einen Ort, an dem man sich verstecken kann. Oder auch nicht. Hier waren wir doch schon mal. Oder es sieht nur genauso aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vielleicht hier. Ich weiß es nicht. Nee, nee, hier waren wir definitiv noch nicht. In diesem Schrank? Ja, klar, warum nicht? Ich glaube, das war sogar eines der gültigen Verstecke, das ich jetzt spontan genommen habe. Oder wir treffen gleich nochmal auf ihn. Ich weiß es nicht. Das kann sehr gut sein. Also, er ist ja nicht tot oder so. Vielleicht müssen wir jetzt sogar Rätsel lösen, während wir vor ihm fliehen. Das wäre cool. Ich weiß es nicht mal so genau. An die Wand wurde etwas geschrieben, aber die Schrift lässt sich nicht entziffern. Anscheinend wurde eine Art Geheimtinte benutzt. Da fehlt uns noch irgendetwas, um diese Geheimtinte zu dechiffrieren. Auf dem Tisch liegt ein Buch, dort hat jemand festgehalten, wie viel für... Also interessant. Ich muss Interessantes nicht vorlesen. Was haben wir hier so? Leere Säcke und Kartons, also Uninteressantes. Was haben wir hier so? Nichts Besonderes, na wunderbar. Können wir... Ja! Dieses Ding, den können wir öffnen und wir finden eine Taschenlampe. Das sieht so aus, als könnten wir da nicht ran. Beziehungsweise wir können es eh nicht öffnen, wir wollen es ja eher an uns nehmen. Auf dem Regal stehen Weinflaschen und Bücher über Gartenarbeit. Die will ich unbedingt haben! Aber das sieht verdächtig aus, weil wir diese Grafik noch nicht gesehen haben. Um den Schrank zu öffnen, muss ein Code eingegeben werden. Du bist eine Null. Der Schrank öffnet sich nicht. Verdammt! Aber die Aussage war korrekt. Wie viele Stellen hatte der? 3, 4, 5, 6. Okay. Nein, du musst dich nicht verstecken. Hoffe ich. Nicht möglich. Das ist also nur ein Tisch, denke ich. Verschlossen. Verschlossen. Wir werden wahrscheinlich noch immer verfolgt. Oder werden nachher wieder verfolgt. Die Maschine lässt sich nicht öffnen. Eine seltsame Maschine, aus der Dampf kommt. Hey, Steampunk. Eine seltsame Pflanze ist durch den Boden gebrochen. Zwischen den Ästen befindet sich ein Ventil, das man wegen der Dornen an den Ästen ohne Schutz nicht erreichen kann. Ohne Schutz, also Handschuhe oder irgendetwas in der Art. Inzwischen geht es natürlich über Elektrotechnik.
Und wir finden nichts. Komm, sie könnte sich doch die Kleidungsstücke oder die Stiefel über die Hände stülpen und dann käme sie an das Ventil heran. Stelle ich mir ganz cool vor, so Stiefel an den Händen. Dann kann sie auf allen Vieren laufen. So wie sie es sich immer gewünscht hat. So wie es ihre Mutter immer von ihr wollte. Eher verstecken. Das Versteck klappt immer. Fragt sich nur für wie lange. Kann ich jetzt da durch? Also, was fehlt uns hier? Wir haben eine Taschenlampe. Eine einfache Taschenlampe, die mit einer Batterie betrieben wird. Im Moment ist keine gesetzt. Wozu bräuchten wir eine Taschenlampe? Ist es irgendwo besonders dunkel? Moment. Ja, wir haben keine Batterie für die Taschenlampe, aber wahrscheinlich reagiert die Schrift auf Licht. Auf starken Lichteinfall oder so. Mit der normalen Taschenlampe ist das nicht möglich. Dann müssen wir über diese Taschenlampe noch irgendwas aufsetzen. Ein WC-Reiniger. Natürlich, es ergibt alles Sinn. Oder die Schrift leuchtet... Moment, da steht da nicht irgendwas auf dem Tisch? Oder die Schrift leuchtet unter bestimmten Farben. Handschuhe halten, wunderbar. Das heißt, wir können gleich noch einen Weg öffnen. Das ist natürlich jetzt blöd mit dem verrückten Hutmacher. Wir wissen nicht, wann er erscheinen wird. So, Handschuhe. Klickedi, klackedi. Bum, bum. Das ist nicht möglich. Untersuche es doch. Eine massive Truhe. Sehr gut, hast du das erkannt. Die Truhe wurde verschlossen. Das Schloss ist aber ziemlich einfach. Vielleicht lässt es sich knacken. Au. Ziemlich unfair, dass er ausgerechnet jetzt erschien. Drecksack. Oh, da war noch eine Tür im Süden. Ich schätze mal, es war Zufall, dass er hier erschien oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstecke mich jetzt erstmal vor ihm. Ich glaube, dann dauert es wieder ein Weilchen, bis er wieder erscheint. Möglich ist alles. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie man das Schloss knacken kann. Da fehlt uns noch irgendwas. Der Typ ist gefährlich, meine Güte. So, genau, hier haben wir noch ein paar Räume. Wir müssen wirklich fliehen und dabei Rätsel lösen. Irgendwie ist das ganz cool. Was, Moment? Das Regal ist zu hoch, um die Batterie zu erreichen. Nicht für lange. Nee, Moment, drücken, ziehen. So. Nee, Moment, das ist zu hoch. Das ist mir zu hoch. Zu kompliziert. Nice. Batterie für unsere Taschenlampe. Die können wir jetzt kombinieren mit der Taschenlampe. Taschenlampe und Batterie wurden verbunden und somit ergeben sie noch immer eine Taschenlampe. Was haben wir denn hier? Ist das irgendein Siegel, das den verrückten Hutmacher fernhält? Ich würde sagen ja. Dort steht ein Schachbrett. Die Felder für die schwarze und weiße Dame wurden markiert. Warum? Öffne das Schachbrett. Öffne dich. Öffne dich der Welt. Befreie dich von allen Lastern. So, wo ist der Laster? Vielleicht in dieser Truhe dort. Eine UV-Birne, das ist genau das, was ich gesucht habe. Genau, also UV-Birne, und da steht es auch nochmal, die Glühbirne sendet UV-Licht aus, damit lässt sich vielleicht das erkennen, was unter normalem Licht nicht sichtbar ist. Das ist sehr gut. Ich glaube, die Taschenlampe haben wir schon, ja, haben wir schon angelegt, und wir haben einen Dreierverbund, eine Holy Trinity, wenn man so möchte, um eine ganz tolle Taschenlampe zu erschaffen. So. Wo ist das Brecheisen? Hier. Und wir erhalten eine Bombe. Ne, was ist das? Ein Dietrich. Damit können wir die Kiste öffnen. Schön. So, besser nochmal speichern, bevor wir uns diesem Unhold wiederstellen. Na dann. Und unsere Energie wurde nicht aufgeladen. Verdammt. Er hat auch an alles gedacht. Dietrich. Der Dietrich und der Horst und der Günther. Der Dietrich ist nicht mehr zu gebrauchen. Na, diesmal glaube ich das sogar. Weiße Dame.
Dann setzen wir jetzt erstmal die Dame rauf. Und vielleicht triggert ja das bereits etwas. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Die zwei weißen Pixel wurden gesetzt. Fehlt also noch die schwarze Dame. Gut, gut. Also wie ich schon mal sagte, diese ganzen Rätsel ergeben in diesem L-Szenario irgendwie Sinn und sie sind nicht allzu abgehoben. Deswegen mag ich die Rätsel. Einfach so, warum nicht? Mal sehen, wie lange wir das machen können. Die müssen dem unheimlich auf den Sack gehen. Gut, also jetzt können wir die Nachrichten lesen. Und hoffentlich haben wir den jetzt irgendwie geglitscht. Die müssen wir noch anlegen, ja. Gut. Dafür ist im Raum zu hell. Drücken, ziehen. Dankeschön. So, was haben wir denn hier Schönes? An der Wand stehen überwiegend seltsame Schriftzeichen, aber zwischen ihnen befindet sich die Zahl. Und das ist schön, dass wir uns die nicht zusammensetzen müssen, sondern sie tatsächlich irgendwo steht. 728519. Diese Musik macht mich noch wahnsinnig. Nicht, weil sie schlecht ist. Im Gegenteil. Weil das Verfolgungsmusik ist. Gut. Wohin wird sie nur geflüchtet sein? Wahrscheinlich dahin, woher ich gerade kam. Gut, dann wollen wir das Ganze mal öffnen. Also, das ist der Code. 728519. Und wir erhalten wahrscheinlich, ja, es ist die schwarze Dame. Schwarze Dame halten. Aber wo ist du die Dame unserer Herzen? Die rote Dame, die rote Königin. Ab mit ihrem Kopf. Whatever. Also, schwarze Dame, die setzen wir hier ein. Und damit wird irgendwas getriggert. Oh. Ich mag die Animation in diesem Spiel. Es ist ein Schrank. Ein Arbeitszimmer. Und hier hat Alice ihre Geschichtshausaufgaben gemacht. Und das ist nicht möglich. Ja, dann untersuch's mal. Dort liegt eine Nachricht. Stell dir vor, Mama hat schon wieder den Schlüssel für den alten Keller geklaut. Sie versteckt ihn bestimmt wieder im kleinen Schrank in ihrem Zimmer. Die Notiz wurde im Notizbuch eingetragen. Der kleine Schrank, wo wir zuerst nicht ran wollten, weil ja die Mutti guckt. Ein einfacher Holzstuhl, also vermeintlich gucken könnte. Auf ihrem liegt ein Buch über Geistererscheinungen. Auf dem Hocker. Mehrere Bücher über das Paranormale. Ja, irgendwer hat hier geforscht. Eine einfache Holzkiste, auf ihr liegt ein Buch über Magie. Aber was war zuerst da? Das Haus oder das Tor? Wurde das Haus um das Tor herum gebaut? Oder wurde das Tor gebaut? Von ihm? Dem deutschen Wissenschaftler? Dem offensichtlichen Antagonisten. So. Die kommen eigentlich ganz gut vorwärts. Ja, jetzt da Emily weiß, dass sie definitiv an den kleinen Schrank muss und dass kein Weg drumherum führt, wird sie wohl all ihren Mut zusammennehmen müssen. An sich gewinnen wir in diesen Rätseln nichts wirklich Tolles, wir gewinnen lediglich Informationen. Und mit diesen Informationen kann sich Emily selbst überwinden. Das ist interessant. Hi? Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redet sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. Wer bist du? Fragte die Raupe. Und dann sagte Alice, halt die Fresse, ich töte dich mit diesem Insektizid. Ende.
Oh, gut, dass du kommst, Emily. Ich habe schon angefangen, mich zu langweilen. Danke, Mutter. Dieses Buch kenne ich schon in- und auswendig. Übrigens, ich habe schwere Schuhe. Weißt du, ich bin dir etwas böse, weil du die Tür nicht geöffnet hast. Jetzt musste ich sogar meine Mutter fragen, aber stell dir vor, die wollte sie auch nicht öffnen. Naja, wahrscheinlich liegt das daran, dass sie irgendwie dumm im Kopf ist. Man kann einfach nicht mehr vernünftig mit ihr reden, was man es überhaupt jemals konnte. Boah. Stimmt's, Mama? Was ist denn, mein Kind? Du, Mama, warum hast du damals aufgehört, mir etwas vorzulesen? Wieso hast du mir meine Freunde weggenommen? Warum hast du mir verboten, aus dem Haus zu gehen? Weil du böse bist. Und weil du nicht auf deinem Zimmer bleiben wolltest, haben wir uns einfach gedacht, gut, bleibst halt im Haus. Warum hast du mich mein Leben nicht so leben lassen, wie ich es wollte? Wo ist das weiße Kaninchen? Soll ich jetzt weiterlesen, Maria? Weißt du was? Du gehst mir langsam auf die Nerven. Was? Welch liebende Tochter hätte das nicht getan? Oh, sie ist ja gar nicht liebend. Du hast eigentlich auch eine kleine Strafe verdient. Aber überleg dir lieber gut, ob du die Tür nicht doch noch öffnest. Ich glaube, sie ist böse. Oder zumindest ein bisschen durchgedreht. Aber zumindest schaut die Thalberg jetzt nicht mehr auf den kleinen Schrank. Ich brauchte ein paar Minuten, um mich von diesem Schock zu erholen. Maria hat ihre eigene Mutter getötet. Vermeintlich getötet. Wahrscheinlich irrt sie gerade durch den endlosen Void dieser Paralleldimension. Und wird noch wahnsinniger. Zumindest nahm ich an, dass ihre Mutter nicht mehr lebte, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand in dieser unendlichen Finsternis überleben könnte. Maria hatte nicht mal mit der Wimper gezuckt. Sie hatte sogar gegrinst, als ob es ihr Spaß machen würde. Warum hatte sie so etwas Schreckliches getan? Es gab nur eine Erklärung für ihr Verhalten. Killerspiele. Sie musste den Verstand verloren haben. Hatte sie etwas noch Schrecklicheres getan als diese Monster? Oder wurde sie von den Monstern kontrolliert? Oder war sie nachher schon immer ein Wolf im Schafspelz gewesen? Seltsamer Satz. Aus der Schule kannte ich nur die warmherzige, immer hilfsbereite Maria. Niemand würde glauben, dass dieses nette Mädchen so grausam sein könnte. Aber so schwer es mir auch fiel, es zu akzeptieren, das war nun mal der Stand der Dinge. Und ich sagte mir, lass dich bloß nicht mehr auf ihre Spiele ein, wenn sie das nächste Mal kommt. Hau am besten sofort ab. Das ist ein guter Rat. So, jetzt können wir das ganze Ding hier öffnen. Endlich ist die Thalberg tot. Ein kleiner Holzschrank. Öffnen, please. Und da finden wir einen rostigen Schlüssel. Auf der Rückseite steht Eingangshalle. Heißt das, wir kommen... Nein, damit kommen wir garantiert nicht durch die Haupttür. Die muss zu einer Tür in der Eingangshalle führen. Was nicht bedeutet, dass wir mit dem rostigen Schlüssel durch den Haupteingang kommen. Ich meine, da gab es ja noch mehrere. Türen. Türen gab es da. Ja, wahrscheinlich ist es die andere Seite. Der rostige Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Gulp. Schlucken wir ihn runter. Oh. Emily, du musst mir sofort helfen. Hier ist irgendwas. Ein Monster. Etwa dieses Ding mit dem großen Mund? Nein, ich meine, ich weiß nicht. Ich habe nur so einen langen Tentakel gesehen. Eben kam er raus, aus einem der Löcher. Und dann habe ich ihn gestreichelt. Das schien ihm ziemlich gut zu gefallen. Oh, da ist er ja wieder. Gut siehst du heute aus. Da. Was ist mit der Tür? Die klemmt. Bitte hilf mir, Emily. Ich lass mir was einfallen. Am besten du bewegst dich nicht, sonst entdeckt es dich noch. Es kann dich riechen. Unternimm etwas gegen die Tentakel, bevor sie Selina entdecken. Vielleicht lassen sie sich mit etwas bewerfen. Ja, hier haben wir nur bedingt Zeit. Und die Sache ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn wir das verkacken, ist sie wirklich tot und das Spiel geht weiter. Es kann passieren. Fuck. Es kann passieren, dass unsere Freunde sterben.
Und damit erreichen wir nicht das Good Ending. Es gibt mehrere Endings, abhängig davon, wie viele unserer Freunde und womöglich auch welche wir retten. Ab hier beginnt dieser Part, wo wir tatsächlich unsere Freunde retten müssen, um das Good Ending zu erreichen. Und das versuche ich natürlich. Ich glaube, es kommt erstmal nicht wieder. Bist du sicher? Nein, aber versuch die Tür jetzt trotzdem zu öffnen. Na gut, okay. Na, die ist immer noch verschlossen, na, toller Plan. Ach nee, hinter der Tür ist nur Cthulhu, hallo. Bitte pass auf dich auf, Selina. Wahrscheinlich hat sich einfach nur nicht hart genug gegen die Tür geworfen oder so. Mädchen, gell? Okay. Gut, bevor wir jetzt aber weitergehen, würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss. Und würde sagen, ihr schaltet einfach das nächste Mal ein, wenn ihr weiterhin Bock habt. Und wenn euch das hier gefallen haben sollte, dann schaut doch auch in meine alten, aktuellen oder die zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ja. Game over. Fail. Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Passiert. Es könnte natürlich auch sein, dass wir uns dann im Laufe dieser anderthalb Stunden nicht über Sonnenschauer unterhalten, sondern über irgendwas anderes. Ja. Diese Leute sind ambitioniert. Über das Deabonnieren von GLP zum Beispiel. Wieder mit GLP! Ja, Kontrawerbung und dann klappt das. Meine Schwester mag ihn einfach zu sehr. Oh. Ja, eigentlich ist er GLP lieb. Oh mein Gott, da ist noch ein Steinface. Steinface. Der ist ja fett aus World of Warcraft. Stein geklaut. Ins Face. In your face. Ja, ist. Beziehungsweise Dreiface oder so. Schon wieder ein Kampf. Oder? Ja, der wäre der. Dieses Spiel ist actionlastig. Also an die Kämpfe erinnere ich mich noch. Das war doch so ein komisches Kampfsystem, mehr oder weniger. Die waren mehrere komische Kampfsysteme. Das ist das zweite, glaube ich, oder? Dieses Spiel ist eine einzige Skriptsammlung. Wie du nur mehr am Sterben bist. Genau. Dumm, dumm, dumm. Ist ja wie in Minecraft. Death Counter rein, sofort. Ja. Ich meine, dank dieser unglaublich taktischen Tiefe ist es nun einmal nicht so einfach. Ja,